Wir sind im Moment gelandet auf dem Campingplatz Los Parasuelos. Der liegt ungefähr so 2,5 Kilometer entfernt von der Schlangenbucht. Der Camping an sich hat über 100 Stellplätze und die meisten davon sind im Moment leer. Das Überwinterungsvolk ist Richtung Heimat unterwegs und somit ist dieser etwas leer in der Zwischenzeit, wo wieder die Hochsaison beginnt. Rund ein Drittel dieser Zellen haben Strom. Das ist gedacht für die Steckdosenfahrer von Steckdose zu Steckdose. Wir haben eine Zelle genommen ohne Strom. Kostenpunkt für 70 Quadratmeter, 16 Euro pro Tag. Da kann man wirklich nichts sagen. Die Ver- und Entsorgung für Wohnmobile ist gegeben. Man hat ebenfalls ein Sanitärgebäude, das sehr sauber ist, da kann man wirklich nichts sagen. Der Campingplatz hat mehrere Parzellen. Wir haben jetzt die kleinste genommen, das sind 70 Quadratmeter, 10 Meter tief und 7 Meter breit, um genau zu sein. Kostenpunkt 16 Euro pro Tag. Die XL-Parzellen kosten dann 18 Euro. Und mit Strom kostet das Ganze 21 Euro pro Tag. Nicht zu vergessen ist das Wifi, das ist auch im Preis mit inbegriffen und ebenfalls ein Brötchenservice. Diejenigen, die ein Auto brauchen, um entweder einkaufen zu fahren oder respektive die Gegend zu erkunden, kann man auch hier mieten. 4 Stunden kosten 10 Euro. Wer das Meer sucht, hat das sehr schnell gefunden. Man verlässt den Campingplatz, überquert eine Straße und nach 50 Metern sieht man dieses Gewässer schon. In dieser Jahreszeit ein schöner, einsamer Strand. Was will man mehr? Der Strand an sich ist grau in grau mit einigen dicken Steinen gemischt. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen zur Schlangenbucht, wie schon erwähnt. Die liegt auf 2,5 Kilometer von hier, immer an der Küste entlang. Diese Bucht war ja schon mehr als einmal großes Gesprächsthema in den Facebook-Gruppen. Die einen berichten da positiv, die anderen negativ. Diesmal will ich mir selbst ein Bild davon machen. Wer diesen Weg hier wählt zur Bucht, sollte unbedingt ein gutes Rad mitbringen. Am besten ist E-Bike, denn es geht über Kopf und über Stein, wie man sehen kann. Und natürlich den nötigen Mut, für so eine Strecke sich anzutun. Auf diesem Weg brechen wir dann mal ab. Ich hatte den gefunden bei Google Maps, aber der endet irgendwo im Nirgendwo. Unmöglich mit dem Fahrrad da weiterzufahren. Ab hier werden wir dann drehen und ich werde versuchen, einen anderen Weg zu finden. Wie man sehen konnte, auch Google Maps kann sich mal irren. Er hatte mich da irgendwie auf Eselspferde geschickt und selbst mit meinem Bike war es da unmöglich. Da habe ich eine andere Route gewählt über die Straße, ist etwas länger. Und wie man sehen kann, stehe ich jetzt hier am Eingang dieser berühmt-berüchtigen Schlangenbucht.
In der Höhe ist dieser Eingang jetzt begrenzt auf 2,10 Meter. Also für ein Standardwohnmobil, das kann man vergessen, auch für ein Van, das ist einfach zu hoch. Fahren wir einfach jetzt den Weg hinunter und sehen uns das Ganze an. Die Playa Percheles, auch Schlangenbucht genannt, ist ein Wohnmobilstellplatz. Wer mit seinem Gefährt an der Costa Calida unterwegs ist, stolpert früher oder später über den legendären Palmenstrand Playa Percheles in der Nähe von Puntas de Calnigre. Das liegt zwischen Mazaron und Aguilas. Hier gibt es noch sehr viele kleine Buchten und unberührte Strände. Direkt am Wasser sind keine Bebauungen, was die Gegend für Wohnmobile ideal macht. Und früher, ja früher, da war das hier sicher ein echtes Paradies. Die Playa Percheles ist ein Strand wie gemalt. Eine kleine Bucht mit feinem Sandstrand, gesäumt von Palmen. Etwas Karibik-Flair am Mittelmeer. In den letzten Jahren kamen an diesen Platz immer mehr Camper. Freisteher mit mehr oder weniger guten Sitten. Und seit 2020 gab es hier einen Wohnmobilstellplatz mit Wehr und Entsorgung. Damit ist jetzt aber Schluss. Kurz vor Weihnachten 2023 wurde der Platz geschlossen und wurde von der Polizei geräumt. Hintergrund ist ein Streit zwischen Anwohnern und dem Betreiber des Platzes. Aktuell haben die Nachbarn Recht bekommen und der Platz darf nicht weiter betrieben werden. Für den einen ist die Schlangenbucht interessant, für den anderen nicht interessant. Mein persönlicher Geschmack wäre es einfach nicht gewesen. Ich würde mal sagen, zu staubig. Bei ein bisschen Wind, dann lasst der Nacht das Wohnmobil fallen. Noch schnell ein Blick aus der Luft auf die berühmt-berüchtigte Ziegenwiese. Das wäre es gewesen aus der Schlangenbucht. Ich werde mich dann wieder auf den Nachhauseweg machen. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wärt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, so eine kleine Erinnerung zu teilen. Bye bye, macht's gut, bis zum nächsten Mal.